Ja, sehr geehrter Herr Dr. Groß, sehr geehrter Herr Bischof, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Medienschaffenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, herzliches Grüß Gott. Und für mich ist es wurde schon angedeutet, ein bisschen wie Heimkehren, weil zwar nicht auf dieser Gebäudeseite, aber auf der anderen Gebäudeseite, auf der Jugendarbeitsseite, bin ich oftmals ein- und ausgegangen als Landjugendvertreter bei uns in der Diözese, wurde damals als junger Mann von Ihrem Vorgänger Manfred Müller damals berufen in das Diözesangremium, wo wir die Reformen damals diskutiert haben zum damaligen Zeitpunkt. Als ganz junger Mann, als 18-, 19-Jähriger, habe damals schon meinen Mund nicht halten können, deswegen bin ich berufen worden. Und denke an diese Zeiten sehr, sehr gerne zurück, weil ich deshalb auch wertzuschätzen weiß, was Kirche leistet, was meine katholische Kirche leistet. Und deswegen danke für die heutige Einladung. Danke, dass ich heute kommen darf, ein paar Gedanken formulieren darf. Wobei ich, Herr Bischof, Ihnen schon fast ein bisschen neidisch bin, weil mit der Vorankündigung wurde ja das eigentliche Europathema sozusagen für das Pendel beworben, das dann in ein paar Tagen anstehen wird, wo Sie nochmal vertieft dann über die Themen in Europa nachdenken, berichten, diskutieren werden. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass ich da sein darf und möchte es vielleicht als Einstiegsgedanken durchaus zunächst mal auch in Richtung der Medienschaffenden sagen. Ich glaube, dass wir, wenn wir Danke sagen, auch Danke sagen sollten, was Kirche bei uns leistet. Vieles ist im Verborgenen, vieles ist das, was wir nicht wahrnehmen, was Gesellschaft viel zu wenig wahrnimmt, was dort geleistet wird im Bereich der Erziehung, im Bereich der Caritas, im Bereich der Denkmalpflege, in vielen verschiedenen Facetten. Wenn wir das nicht hätten, wäre unsere Gesellschaft sehr, sehr viel ärmer und unser Staat wäre deutlich stärker herausgefordert, als er heute ist. Und deswegen ein herzliches Dankeschön für diesen Beitrag, den Kirche, den in unserer Diözese vor allem natürlich katholische Kirche leistet. Er ist, hätte ich fast gesagt, fast nicht bezahlbar. Und wenn ich über Bezahlen rede, dann geht mir manchmal das italienische Kirchensteuermodell durch den Kopf, wo ich mir denke, dass vielleicht manche sich nicht entscheiden würden, aus Finanzgründen die Kirche zu verlassen, wenn wir so eine Art Kulturabgabe hätten, wo jeder dann auch seinen Beitrag zu zahlen hat für diese gesamtgesellschaftlichen Leistungen. Wahrscheinlich ist es so, wie bei vielen Themen unseres Lebens, wenn die Strukturen schwächer werden, wenn sie vielleicht nicht mehr so durchschlagskräftig da sind, nicht so prägend mehr da sind, wissen wir erst, was wir verlieren. Und deswegen ist die Bewusstseinsmachung dieser Aufgabe ein Dankeschön wert und das möchte ich heute auch mal sagen. Ein Dankeschön für die Leistung und für diese Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie mich heute mit der Frage konfrontieren, was sind die Aufgaben, die Europa zu bewerkstelligen hat, dann kann man natürlich sehr technisch an die Aufgaben rangehen. Ich möchte es aber natürlich in dem Rahmen eher versuchen, mit ein paar grundsätzlicheren Erwägungen zu beantworten. Wir diskutieren Europa nämlich in meinem Alltag, wenn ich heute meinen Tag anschaue, wenn ich in Diskussionen zu Europa bin, wir diskutieren nämlich Europa extrem technisch, mit Regulatorik, mit Gesetzen, mit den Vorgängen, die wir in Europa machen. Natürlich alles wichtig, alles entscheidend, aber es muss uns gelingen, Europa von einer anderen Perspektive her zu diskutieren, nämlich zu dem, was uns zu Europäern macht, was die Identität dieses Kontinents und von uns als Personen ausmacht. Wir sind Bayern, wir sind Deutsche, da verbinden wir was damit, Geschichte, Tradition, Herkunft, und wir sind Europäer. Und diese Identitätsfrage, dass Europa, dass ich Europäer bin, Europäerin bin, die finde ich, ist in der öffentlichen Diskussion über dieses Projekt der Europäischen Union viel zu wenig ausgestaltet. Ich war vor einem Dreivierteljahr, war Selenskyj, der Präsident der Ukraine, das letzte Mal im Europäischen Parlament, hat dort Rede gehalten und hat berichtet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat bei dieser Rede, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sicher über 20 Mal die Formulierung vom European Way of Life verwandt. Dass die Ukrainer derzeit leider dafür kämpfen müssen, den European Way of Life leben zu dürfen. Was umschreibt es, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was macht diesen Kontinent heute aus? Trotz all der Vielfalt, die wir genießen, die schön ist für uns. Was macht diesen Kontinent heute in seiner Grundsubstanz aus? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auf diesem Kontinent die Ideen der Demokratie entwickelt. Mehrheiten entscheiden. Wir haben das Prinzip entwickelt, dass der Rechtsstaat wirkt, dass wir uns auf Recht verlassen können, dass es Gerichte gibt, dass es unabhängige Instanzen gibt.
In ganz Europa. Wir haben uns in Europa auf das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft verständigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie in Rumänien, in einem armen Land der Europäischen Union, in ein Krankenhaus gehen, dann wird dort zunächst nach dem Namen gefragt. Und nicht wie in Amerika zunächst nach der Kreditkartennummer gefragt. Weil auch dort das Prinzip greift, dass jeder, der ins Krankenhaus geht, Betreuung bekommt. Und die Solidargemeinschaft, soziale Marktwirtschaft, die Solidargemeinschaft ist finanziert. Wir haben in der gesamten Europäischen Union Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir haben in der gesamten Europäischen Union das Prinzip, dass der Staat nicht über Leben und Tod entscheiden darf. Die Abschaffung der Todesstrafe. Schauen Sie sich in der Welt um. Also in Amerika, China, in Russland. Wir als Europäer haben das Prinzip verstanden, der Staat darf nicht über Leben und Tod richten als Urteil über ein Vergehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht als Headline, als Überschrift über diesen European Way of Life steht die Freiheit. Die Freiheit in den verschiedensten Facetten, dass ich für mein Leben selbst entscheiden darf. Die Religionsfreiheit ist eines der Prinzipien, das wir über viele Jahrhunderte hinweg errungen haben als Europäer. Die Freiheit in den verschiedensten Facetten steht sozusagen als Überschrift über dem European Way of Life. Das macht uns, dieser European Way of Life macht uns zu Europäern. Und ich bedauere manchmal, dass wir dann auch nach wie vor national diskutieren. Wir hatten jetzt in den letzten Monaten einen sehr harten Wahlkampf in Polen. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, mit einer sehr wichtigen Wahl, die jetzt für Donald Tusk ausgegangen ist. Für jemanden, der aus meiner Parteienfamilie kommt, aus der Europäischen Volkspartei, ein Christdemokrat, der, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo in diesem harten Wahlkampf wieder sehr stark polemisiert worden ist, ob Nation und Europäer sein, ob denn das zusammengehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir dagegen halten, dass die verschiedenen Identitäten natürlich zusammengehören. Bayer zu sein, Deutscher zu sein und Europäer zu sein, ist eine Symbiose, gehört zusammen. Und gerade wenn ich diese Werte beschreibe, Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollten wir nicht mehr über eine deutsche sozusagen Verfassungsgrundlage reden, wir sollten nicht mehr über österreichische, über französische Verfassungsgrundlage reden, sondern wir sollten uns bewusst werden, dass uns das Gott sei Dank eint, dass das zu beschreiben ist als der European Way of Life. Wenn ich das an der Stelle persönlich einflicken darf, in der Ukraine müssen die Menschen noch für diesen Wert kämpfen. Ich war vor guten halben Jahr das letzte Mal in Kiew und habe bei diesem Besuch auch Butscha besucht, einer der Orte, wo russische Soldaten leider schwerste Menschenrechtsverletzungen durchgeführt haben, Bürgerkriegsverbrechen durchgeführt haben. Und ich habe dort mit dem Priester der orthodoxen Kirche gesprochen, der sich um die Familien gekümmert hat, der Angehörigen, und habe auch mit dem Bürgermeister gesprochen von Butscha. Butscha ist eine mittlere Stadt mit 25.000 Einwohnern im Norden von Kiew, die ja zunächst von Russland besetzt worden ist und dann wieder befreit wurde. Und mir sind seine Worte, seine Schilderung dieser Tage da bleibend im Kopf verankert, weil er mir beschrieben hat, dass er bereits in den Tagen, bevor der Krieg begann, bevor der 24. Februar stattfand, er seine Mitarbeiter der Stadtverwaltung zusammengeholt hat und hat ihnen die Frage gestellt, was machen eigentlich wir als Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wenn es wirklich zu diesem Krieg kommt? Die russische Armee hat schon Truppen konzentriert gehabt an der Nordgrenze. Alle hatten gedacht, Putin wird doch das nicht machen. Das war so die Stimmung auch in der Ukraine. Die Hoffnung, dass das nicht passieren wird. Aber sie haben trotzdem die Frage sich gestellt und sie haben für sich selbst freiwillig beantwortet, wenn es dazu kommt, dann wollen wir unsere ukrainischen Soldaten unterstützen, unsere Stadt zu verteidigen. Stützengräben ausheben, logistisch unterstützen. Und als dann der 24. Februar kam, so hat der Bürgermeister mir das berichtet, hat er zunächst in der Früh, die haben auch so ein Morgenmagazin, wie wir das kennen, so eine Fernsehsendung in der Früh, hat er das angeschaut mit der Botschaft, der Krieg hat begonnen, hat zu seiner Frau gesagt, setz dich ins Auto mit den zwei Kindern, fahr nach Westen. Hat sich bei mir bedankt, weil sie in Deutschland aufgenommen worden sind, gut aufgenommen worden sind. Und er ist dann in sein Rathaus gefahren. Sie haben dann mit den Stadtverwaltungsmitarbeitern das gemacht, was sie sich vorher versprochen hatten, nämlich die ukrainischen Soldaten unterstützen. Dabei sind auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung gestorben. Und ich habe dann dem Bürgermeister, als er mir das alles geschildert hat, eine Frage gestellt. Ich habe ihm die Frage gestellt, warum? Warum macht man das? Damals gab es ja in der Ukraine und auch bei uns im Westen nur wenige, die geglaubt haben, die Ukraine wird länger wie 4 Wochen durchhalten, militärisch.
warum macht man das, wenn man kein Soldat ist? Warum begibt man sich da in das Risiko? Und seine Antwort war Herr Weber, ich bin frei gewählter Bürgermeister von Bucha, bayerisches Wahlrecht, erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, direkt gewählt von meinen Bürgern. Wir Ukrainer haben noch viel zu lernen in Sachen Korruptionsbekämpfung und unseren Staat vor Vordermann bringen. Aber was wir verstanden haben in den letzten 10, 15 Jahren ist, was es bedeutet, in Freiheit und Demokratie leben zu dürfen. Und ich will, dass meine Kinder das gleiche Recht haben und nicht im Putin-System leben müssen. Und mich bewegt es immer noch, wenn ich darüber nachdenke, diese Worte. Da kann man lernen, was es heißt, Europäer zu sein, was diese Werte im Kern ausmachen. Vielleicht für uns manchmal so selbstverständlich. Der zweite Gedanke, das kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Das wurde bereits angedeutet. Die Grundlagen für das, was wir European Way of Life nennen, die Seele, die diesen Kontinent ausmacht, basiert auf verschiedenen historischen Entwicklungen, die Antike, die Römer, es ist beschrieben worden, und natürlich auch ganz fundamental das Christentum, das diesem Kontinent die Prägung vorgegeben hat. Die Freiheit, selbst die Religionsfreiheit, wäre ja ohne einen Denken in einem christlichen Menschenbild ja so gar nicht denkbar. Und das zeigen uns ja auch andere Weltregionen, wie schwer sich die dann tun mit bestimmten Begriffen, die wir in unserem Wertebestand für selbstverständlich Gott sei Dank erkennen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf das sollten wir Wert legen, das zu unterstreichen, wo diese Werte herkommen und übrigens auch durchaus selbstbewusst auf diesen Kontinent, auf diesen christlich geprägten Kontinent schauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie heute ein bisschen weit, das Blick ein bisschen weiten, die geografische Region nehmen, die wir als Europa bezeichnen, geografisch als Europa bezeichnen, dann sind es über 700 Millionen Menschen, die dort leben. In diesem 750 Millionen Menschen umfassenden Europa haben wir 500 Millionen Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen, in verschiedensten Ausgestaltungen. Und wir haben in dem gesamten Raum, den ich gerade beschrieben habe, gerade mal 12 Millionen Menschen, die zum Islam sich bekennen und gehören. Was will ich damit sagen? Wenn heute behauptet wird, dieser Kontinent hätte keine Prägung mehr, dann ist das schlicht schon von den Fakten her falsch, weil es genug Menschen gibt, die sich zu einer Glaubensrichtung bekennen und diese christliche Grundprägung als die ihre begreifen. Vielleicht heute nicht mehr so zeigen, das Bekenntnis ist nicht mehr so stark, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber die Fakten, schauen Sie mal in tiefkatholische Länder wie nach Polen, nach Italien, nach Frankreich rein, mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, aber da haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, viel an Substanz, was es erlaubt zu sagen, dass dieser Kontinent christlich geprägt war und heute christlich geprägt ist. Oder wenn ich es in einem Bild formulieren würde, wenn ich zweimal über Europa drüber flüge, von Athen nach Dublin, von Lissabon nach Vilnius, nach Island, Hauptstadt gerade nicht, Tallinn, genau, nach Tallinn fliegen würde, meine sehr verehrten Damen, zweimal über den Kontinent, dann habe ich enorme Vielfalt mit Sprachen, mit Kulturen, mit Essen, mit die einen trinken guten Bier, der andere guten Wein und sage über Spaß, aber nur wir Bayern haben beides. Also man kann Vielfalt genießen auf dem Kontinent, aber wenn Sie zweimal über den Kontinent drüber fliegen, werden Sie feststellen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt, nämlich in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem kleinen Weiler teilweise, gibt es mit ganz wenigen Ausnahmen in der Mitte drin der christliche Kirche. Das ist das, was diesen Kontinent prägt, was diesen European Way of Life erst ermöglicht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der dritte Gedanke, der mich mit Europa heute etwas grundsätzlicher verbindet, ist, wir müssen zulassen, dass Europa Erfolge gegönnt werden. Was meine ich damit? Wenn ich heute unterwegs bin, dann wird über Europa im Kern die Probleme gewälzt, im Kern die Kritik geäußert, was uns das kostet, was das alles bedeutet, Bürokratie und so weiter. Und wir haben verlernt, einen Blick darauf zu werfen, was wir in den letzten 70 Jahren durch diese fantastische Geschichte der europäischen Einigung erreicht haben. Da kann man mit dem Wohlstand argumentieren, gerade ein Raum, wie unsere Heimat. Bayern könnte nicht diesen Wohlstand haben, wir sind Exportweltmeister. Als Oberpfälzer Niederbayern haben wir heute Exportraten wie kaum eine andere Region. Wir leben davon, dass Rest Europas unsere guten Produkte kauft. Und das ist übrigens nicht bloß BMW und Audi. Das ist auch im Bayerischen Wald, haben wir beispielsweise einen der größten Mozzarella-Hersteller Italiens, man höre und staune, die Firma Goldsteig, um Schleichwerbung zu machen, produziert in Cham Mozzarella, einen italienischen Käse, Mozzarella,
fährt ihn dann über die Alpen drüber und vertreibt ihn in ganz Italien und ist dann mittlerweile einer der größten Mozzarella-Hersteller. Also wir haben tolle Produkte und die Rest Europas weiß es auch, zu genießen und auch zu nutzen. Also das macht uns stark, Wohlstand, aber das eigentlich Wichtige, das ist auch schon kurz angeklungen, ist natürlich diese historische Revolution, dass wir die Konflikte, die wir auf diesem Kontinent haben, nicht mehr militärisch austragen, sondern friedlich austragen, im Diskurs austragen und im Zweifel in der Abstimmung im Europäischen Parlament austragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir nötigt es immer noch Respekt ab, wenn ich an die Gründergeneration zurückdenke. Wenn Sie sich da nochmal mit mir zurückbegeben, wenige Jahre nach dem Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs, wo es ein Grundgefühl auf diesem Kontinent gab, nämlich tiefsitzenden Hass aufeinander. Jede Familie war betroffen. Wir haben 100.000 Millionen von Vertriebenen in Bayern willkommen heißen müssen. Es gab ein Grundgefühl, nämlich tiefsitzenden Hass auf den anderen, auf die andere Nation, aus verschiedensten Motiven heraus. Und dass damals Politiker die Kraft hatten zu sagen, wir beenden das jetzt, wir gehen einen neuen Weg, wir reichen den anderen die Hand. Vielleicht für uns Deutsche als Verursacher des Zweiten Weltkriegs ist es ein Geschenk, das wir bekommen haben, aber man muss einmal sehen aus einer Situation aus Frankreich, aus einer französischen Perspektive heraus. Ich hatte vor ein paar Tagen Gespräche dazu. Mein Vorgänger im Amt als EVP-Parteivorsitzender ist Josef Dauler, Abgeordneter aus dem Elsass, der Mitte 70 Jahre mittlerweile ist, ein Landwirt. Und der hat mir oft berichtet, Manfred, wenn damals Schumann, de Gaulle, wenn damals eine Abstimmung in Frankreich stattgefunden hätte, wollt ihr den Deutschen die Hand reichen? Dann hätten damals 80, 85, 90% der Franzosen gesagt, nie wieder, nach drei schlimmen Kriegen, 70, 71, erster, zweiter Weltkrieg, nach drei schlimmen Kriegen, mit diesen Deutschen nie wieder, entwaffnet sie, macht sie so schwach wie möglich, nie wieder, hätten die Mehrheit der Franzosen damals gesagt. Und trotzdem gab es Politiker, die die Kraft hatten, diesen Schritt zu gehen. Ich bin da immer noch fasziniert, wenn ich das erste Grundsatzprogramm meiner Partei lese, der Christlich-Sozialen Union, wo Politiker wie Strauß damals reingeschrieben haben, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa gründen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was für Faszination damals in den Gedanken drin lag, in so einer Situation diese Projekte anzugehen. Und ich glaube, wir alle, die hier versammelt sind, können eigentlich nur im Rückblick sagen oder ein großes Dankeschön sagen an die Führungskraft dieser Politikergeneration, Politikerinnengeneration, die damals angepackt hat und diesen Traum von Frieden auf dem europäischen Kontinent möglich gemacht hat. Wir alle dürfen seit 7 Jahrzehnten davon profitieren, dass diese Kraft da war. Und deshalb Dankeschön dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vierte Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ist, wenn wir Europa ehrlich meinen, dann dürfen wir Europa nicht egoistisch denken. Nicht nur dann Europa begrüßen und reinlassen und aufnehmen, wenn es uns nützt. So wird oft über Europa heute gedacht. Keine Grenzkontrollen mehr, ein Euro ist billiger alles. Also wir denken egoistisch gegenüber Europa. Und ich sage Ihnen, wir müssen das ablegen. Wir müssen Europa als Schicksalsgemeinschaft sehen. Also Gemeinschaft sehen, dass auch das Problem der Italiener, da haben wir nach wie vor hohe Jugendarbeitslosigkeit in Italien, in Spanien, junge Leute, die keine Perspektive haben, dass auch deren Probleme unsere Probleme sind. Nicht im direkten Sinn, bitte nicht falsch verstehen, aber natürlich als Schicksalsgemeinschaft. Dass wir den anderen auch sehen müssen. Nur dann kann Europa funktionieren. Und wir erleben zu oft Europadebatten aus dem Blickwinkel raus, wenn Europa mein Problem lösen kann, ist es gut. Und wenn es mein Problem nicht lösen kann, will ich es nicht, ist schlecht. Das müssen wir überwinden. Ein fünfter Gedanke, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, wir müssen diese Rechtsgemeinschaft, die ich beschrieben habe, schützen. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass in dieser Europäischen Union der Bestand, auf dem wir staatliche Strukturen aufbauen, das Denken, das dahinter steht, dass das eigentlich für die, die Mitglied werden wollen und auch das mal sozusagen die Kriterien, die Beitrittskriterien einmal erreicht haben und übersprungen haben, dass es dann eigentlich garantiert ist, dass das akzeptiert wird und respektiert ist. Wir erleben, dass das nicht der Fall ist. Polen ist einer der Fälle, wo wir hoffen, dass das Verfassungsgericht jetzt wieder volle Kraft bekommt und die Gerichte unabhängig sind. Wir haben Sorgenfalten, wenn es um Ungarn geht. Wir haben aber auch Sorgenfalten, wenn es um Malta geht. Dort wurden Journalisten ermordet, wo die Verfahren nicht abgeschlossen sind und nicht die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden sind. Wir haben Rechtsstaatsfragen auch in der Europäischen Union. Und da muss Europa stark sein. Eines meiner Versprechen bei der letzten Europawahl war, dass wir sicherstellen, dass diejenigen, die die Rechtsvorgaben,
die Grundprinzipien, auf denen unser Staatswesen beruht, nicht umfänglich umsetzen, dass die auch nicht mehr von europäischen Fördergeldern profitieren können. Dass das auch ein Kontext sein muss, den wir entsprechend herstellen. Und das ist mittlerweile auch Rechtslage. Polen wurden Gelder gekürzt, Ungarn wurden Gelder gekürzt der Europäischen Union, weil wir die Durchsetzung von Recht, von dieser Rechtsgemeinschaft wertschätzen und hochhalten müssen. Ich würde mir 6. Punkt wünschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir bei den europäischen Entscheidungsmechanismen versuchen, besser zu werden. Was meine ich damit? Das eine ist die Fragestellung, wie nationale Politik über Europa redet. Im Europäischen Rat, das ist einer, oder im Europäischen Ministerrat, das ist einer der Gremien, wo Gesetze beschlossen werden, stimmt beispielsweise die deutsche Bundesregierung zu über 95% zu, wenn Kompromisse erarbeitet worden sind, im Konsens dann zu. Aber trotzdem erlebe ich regelmäßig, und das sage ich auch parteineutral, es kam auch bei meiner Partei schon vor, dann erlebe ich trotzdem regelmäßig, dass ein Minister, wenn er in Luxemburg oder in Brüssel zugestimmt hat, in Berlin aus dem Flieger aussteigt, vor den Medien tritt und sagt, also was da wieder alles beschlossen worden ist in Brüssel, das ist ja wirklich, geht ja gar nicht. Deswegen bitte Verantwortung übernehmen. Wer zustimmt, soll bitte heimkommen und erklären, warum der Kompromiss gut ist fürs Land. Verantwortung übernehmen. Und wir müssen Europa noch demokratischer gestalten. Durch den Lissabon-Vertrag haben wir heute eine Rechtslage, wo weder Geld ausgegeben wird, noch Gesetze beschlossen werden, ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament ist deutlich unabhängiger in der Gesetzgebung, als wir das aus nationalen Parlamenten kennen, wo nur noch Regierung- und Oppositionsmechanismen greifen. Wenn bei uns ein Vorschlag der Kommission kommt, dann beginnt der Willensbildungsprozess von 705 Abgeordneten und der ist vorher nicht prognostizierbar, wie das ausgeht, weil jeder seine Meinungen einbringt und nicht nur nach Parteistrukturen entschieden wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Frage Gesetzgebung und Budget gibt es keinen Nachholbedarf in einem demokratischen Europa. Ich würde sogar sagen, dass heute das Prinzip der Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet, das in unserem deutschen Grundgesetz verankert ist, dass da das Europäische Parlament diesem Prinzip näher kommt, als wir das aus dem Deutschen Bundestag kennen, wo die Parteien und die Fraktionen sehr, sehr stark die Dominanz vorgeben, wie der Abgeordnete sich zu entscheiden hat oder die Abgeordnete. Deshalb würde ich mal sagen, ist das auf europäischer Ebene in den Bereichen demokratisch. Aber, und das wurde beschrieben, die große Niederlage der Demokratie war natürlich die Europawahl 2019, wo Franz Timmermann für Sozialdemokratie kandidiert hat, ich für die Christdemokratie europaweit antreten durfte, und nach der Wahl dann andere zum Zug gekommen sind. Die Mechanismen sind da noch nicht so, wie wir uns das wünschen, dass nämlich ein Parlament souverän am Ende der Tage entscheidet. Wir brauchen den Vorschlag der Staats- und Regierungschefs. Für mich war es leider Gottes damals so, dass Emmanuel Macron und Viktor Orban aus verschiedenen Gründen heraus meine Kandidatur kategorisch abgelehnt haben. Macron, weil er gesagt hat, nicht Merkel entscheidet. Ich war ja der gefühlte Merkel-Kandidat sozusagen als Christdemokrat. Nicht Merkel entscheidet, wer Kommissionspräsident wird, sondern der französische Präsident entscheidet, wer Kommissionspräsident wird. Und Viktor Orban aus bekannten Gründen, weil ich bereits vor der Wahl gesagt habe, dass die Mittel gekürzt werden für die, die die Rechtsstaatsprinzipien nicht einhalten. Also Europa muss da noch demokratischer werden und ich könnte mir dafür als Ziel vorstellen, als Langfristvision vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, um sprechfähig zu sein in der Welt da draußen. Warum sollten wir nicht in der Zukunft den Kommissions- und Ratspräsidenten in einer Person direkt durch alle Bürger Europas wählen. Warum sollten wir eigentlich den Präsidenten der Europäischen Union wählen, als Bürger Europas, der dann auch die demokratische Legitimität hat, gegenüber Joe Biden und Präsident Xi in China wirklich mit Macht für Europa und für diese Werte Europas einzutreten und aufzutreten. Also am demokratischen Europa müssen wir weiterbauen. Ich wünsche mir als 7. Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir Mut haben, die Zukunft anzupacken. Und da gibt es viele von Aufgaben. Eines der ganz großen Themen unserer Zeit ist die Klimafrage. Da kann ich Ihnen berichten, dass Europa geeint ist. Alle Staaten und eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder im Europäischen Parlament ist der Meinung, dass wir bis 2050 klimaneutral werden müssen als Europäer. Wir müssen der Welt zeigen, es gelingt, Soziales, Umwelt und Wirtschaft zusammenzubringen. Das werden wir schaffen als Europäer. Mit vielen Veränderungen, mit vielen Belastungen auch für uns. Aber es wird gelingen. Wir sind ambitioniert. Es geht um die Frage, Wohlstand zu sichern. Handel zu treiben mit der Welt, davon lebt Europa, davon leben auch wir wirtschaftlich, dass wir Handel treiben. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es muss sozial gestaltet werden. Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass Amazon sich in Europa nicht den Standort aussucht, wo es am besten gar keine Steuern bezahlt. Deswegen muss es uns gelingen, in Europa einen Mindeststeuersatz einzuführen, den jeder Konzern, egal wo er sich niederlässt, dann auch abentrichtet, um das Gemeinwesen zu finanzieren. Wir müssen eine Antwort auf die Migration finden. Sie wissen, es ist das derzeit größte Thema, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz Europa. Auch da kann ich Ihnen berichten, dass wir in der Gesetzgebung jetzt
kurz vorm Abschluss sind. Wir werden, wenn es gut läuft, in diesem Jahr die offene Wunde Europas mit der Migrationsfrage schließen können. Seit 2015 streiten wir, ringen wir um eine gesetzgeberische Neuordnung der Migrationsfrage, wie wir das gestalten, wie wir mit der Aufgabe umgehen, Ordnung und Humanität zusammenbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich bin guter Dinge, dass es uns bis Ende des Jahres gelingt, das gesetzgeberisch abzuschließen. Dann brauchen wir noch die Partnerschaft mit unseren Nachbarn, mit Tunesien, mit Ägypten, mit der Türkei, weil es nur im Miteinander gelingt, mit unseren Nachbarn gelingt. Wir müssen reden, um die Aufgaben zu lösen, vor allem dem Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Und dann kann Europa den Ansatz praktizieren, dass wir Humanität und Ordnung zusammenbringen. Der Staat entscheidet, wer kommt und nicht die Schlepperbanden. Und gleichzeitig müssen wir Flüchtlingsfragen und Asylfragen weiter hochhalten. Ich bin nicht dafür, dass wir die Grundprinzipien, die dahinter stehen, Genfer Flüchtlingskonvention und das politische Asylrecht, das wir in Europa errungen haben, auch durch schlimme Kriege und die Erfahrungen dabei, dass wir das rechtlich in Frage stellen. Da bin ich dezidiert dagegen. Ich glaube, dass es gelingt, diese Werte hochzuhalten, wenn es uns gelingt, die Ordnung wieder zu etablieren. Und übrigens darf ich darauf hinweisen, mit den zum höchsten Zeitpunkt fast 6 Millionen Ukrainern, die wir bei uns willkommen geheißen haben, in allen Staaten der Europäischen Union. Unser Nachbarland, die Tschechische Republik, ist pro Einwohner das Land, das am meisten Ukrainer aufgenommen hat in der Europäischen Union. Also wir leisten alle miteinander was, als Europäer derzeit. Und angesichts dieser Tage können wir sagen, dass wir Europäer heute so viel Flüchtlingsarbeit und Asylbewerber aufnehmen, wie noch nie in unserer Geschichte vorher. Verglichen mit anderen Kontinenten, mit Amerika oder anderen Kontinenten, braucht sich Europa, weiß Gott, nicht verstecken. Es kann uns gelingen, beide Seiten zusammenzubringen. Humanität und Ordnung. Und bei der Mut für die Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das ganz große Thema unserer Generation die Frage, ob dieser Kontinent auch sprechfähig wird in internationalen, globalen Fragen. Die Europäische Union heute hat kein gemeinsames Dokument, in dem drinsteht, wie gehen wir die Herausforderung China an. Es gibt kein Dokument, das beschreibt, wie unsere Strategie gegenüber China ist. Wo doch jeder weiß, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dass das die politische Megafrage der internationalen Politik ist. Wie geht man mit China um? Warum ist das nicht möglich? Weil in der Außenpolitik das Prinzip herrscht, dass nur beschlossen werden kann, wenn einstimmig Beschlüsse gefasst werden. Es gibt immer einen, den die Chinesen rauskaufen, ich formuliere das mal so, oder auf andere Art und Weise überzeugen, dagegen zu stimmen. Und deswegen sind wir blockiert mit dieser großen Stimme. Wir sind der größte und finanzstärkste Raum der Welt. Wir sind wer in der Welt da draußen als Europäer, aber wir können es politisch nicht umsetzen, weil die Regularien uns die Einstimmigkeit aufzwingen. Deswegen müssen wir die Einstimmigkeit abschaffen und zur Mehrheitsentscheidung übergehen. Ich möchte nicht weiter in diesen Fragen erpressbar sein von Menschen wie von Viktor Orban. Das muss ich klar formulieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wo wir auch Mut brauchen, und das bringt mich dann zurück zu Franz Josef Strauß und Adenauer, wir müssen jetzt die Verteidigungsfähigkeit Europas anpacken. Wer Frieden schaffen will in der Zeit, in der wir heute sind, wird der Realität ins Auge schauen müssen und muss sich auf den Krieg vorbereiten, um Frieden zu halten. Das ist die Realität, die uns Putin und andere aufzwingen, auch die Hamas-Terroristen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sich nochmal vergegenwärtigt, dass damals Adenauer das erste Projekt, das er mit Schumann und de Gasperi ausdiskutiert hat und ausformuliert hat, war der Aufbau einer europäischen Armee nach dem Zweiten Weltkrieg. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gründung einer europäischen Armee mit der damaligen Idee, nie wieder Krieg auf diesem Kontinent. Wir binden die Armeen zusammen, eine europäische Armee, mit der wir dann uns schützen können. Die hatten Mut, wenn ich es mal so formulieren darf. Die hatten Kraft, in die Zukunft zu gehen. Und ich gehöre zu den Politikern, die sagen, wenn wir wieder die Kraft hätten, nicht nur, wie das Olaf Scholz bei seiner Rede in der Prager Karls-Universität formuliert hat oder Emmanuel Macron in der Sorbonne-Universität in Frankreich, in Paris formuliert hat, dass er theoretisch durchdenkt, was notwendig ist, sondern wenn wir wieder im Kanzleramt und im Élysée Politiker hätten, die nicht nur darüber reden, sondern die Projekte auch anfassen, so wie Kohl damals den Euro angefasst hat und den Deutschen gesagt hat, wir schaffen die D-Mark ab, war auch nicht populär damals. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehöre zu den Politikern, die sagen, wenn wir diese Kraft wieder hätten, aus der Mitte heraus zu führen und zu sagen, da ist morgen, da ist ein gestärktes Europa, mit dem können wir morgen erfolgreich sein, dann wäre es die beste Methode gegenüber allen Radikalen von links und rechts, wenn aus der Mitte heraus wieder demokratisch in die Zukunft geführt werden würde. Wir haben zu wenig Mut. Wir haben zu wenig Mut, die Themen unserer Generation heute anzupacken.
wie es andere Generationen geschafft haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen als achten Punkt auch noch eine Kraft, über die Grenzen Europas zu reden. Wir haben in den nächsten Wochen die Entscheidungen zu treffen, wie die Erweiterungspolitik Europas vonstatten geht. Die Ukraine hat ein Angebot bekommen, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das kleine Land Moldawien ebenso. Wir haben den westlichen Balkan, eine Krisenregion, wo wir unsere Versprechen einhalten müssen. Und wer auf die Landkarte schaut, weiß, dass der westliche Balkan, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, wie die Staaten alle heißen, dass die natürlich zu Europa gehören. Jeder, der einen Blick auf diese Karte wirft, weiß, dass die zu uns dazugehören. Deshalb müssen wir unsere Versprechungen auch einhalten. Und das ist auch im besten Interesse. Entweder wir exportieren Stabilität in die Region oder die Instabilität der Region wird zu uns kommen. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Deswegen ja zu diesen Erweiterungsschritten. Aber ich sage ausdrücklich dazu, wenn wir diese Erweiterungsschritte jetzt gehen, brauchen wir auch eine Reflexion, was gehört zur Europäischen Union und was gehört nicht dazu. Wo endet dieses Projekt auch mal mit der Erweiterung? Und da, wissen Sie, ist die zentrale Frage die Türkei. Wenn ich heute in Rengsburg am Halbplatz die Leute frage, gehört das Kurdengebiet kurz vor der irakischen Grenze zu Europa, dann sagen die Menschen sicher, ich will mit den Menschen gut zusammenarbeiten, will mit den Kurden eng kooperieren, Studentenaustausch, Jugendaustausch, was Gottes alles machen. Wir wollen auch unternehmerisch helfen, dass da wirtschaftlich die Situation vorangeht, aber ich bin überzeugt, dass 95 vielleicht sogar noch mehr Prozent sagen würden, nein, Europa ist es nicht. Es gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was gehört zusammen. Und wenn Sie eine Identität als Europäer wollen, dann dürfen Sie das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht überdehnen, nicht überziehen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen die letzten Erweiterungsschritte jetzt gehen, Europa abschließen, aber dann auch definieren, wo die Grenzen sind. Und da kann die Türkei eben ein enger Partner sein, aber nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, der letzte Gedanke, den ich einbringen will, ist, angesichts der Erfahrung, die wir gemacht haben, als Patrioten, auch europäische Patrioten zu werden, wie ich es zu Beginn formuliert habe, die Identität zu beschreiben, was es heißt, Europäer zu sein, Identitäten miteinander zu versöhnen, ist der letzte Gedanke dann sicher auch aufgrund auch der Aktualität die Frage, wie wir Kulturen und auch wie wir Religionen versöhnen können, zusammenführen können. Ich war vor ein paar Tagen in der Synagoge in Straubing, der größten niederbayerischen Synagoge, die wir haben, um dort mit den Jüdinnen und Juden zu reden und das Gespräch zu suchen. Wir alle wissen, was in Israel los ist, was wir dort an Eskalation jetzt erleben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Lernen, wie wir Kulturen zusammenbringen, wie wir Kulturen, dass wir das miteinander auch dort als Bereicherung empfinden, ist offensichtlich für unsere Zeit eine große Aufgabe, vielleicht eine der zentralen Aufgaben. Wir in Deutschland, wir in Europa, in der westlichen Welt haben verstanden, dass wir Staat und Religion trennen müssen. Ich möchte aber auch formulieren, dass das nicht bedeuten darf, dass der Staat gegenüber Religion und Bekenntnis taub sein darf und nicht gleichgültig sein darf. Sonst könnten wir das nicht mit der Seele Europas formulieren. Böckenförde, der formuliert hat, der Staat, das Grundgesetz beruht auf Grundlagen, die es selbst nicht schaffen kann. Also dieses Weiterdenken, das darüber rausdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist diese Verantwortung vor Gott, die zumindest jedem christlich geprägten Politiker eigen sein sollte, oder lassen Sie es mal anders formulieren, es gibt auch eine Art von positiver Religionsfreiheit. Nicht nur von negativer im Sinne von Trennung, sondern auch von positiver. Die bringt mich dann eher in die Landespolitik zurück, nämlich die Fragestellung, dass der Staat auch die Aufgabe hat, mit seinem Bildungsauftrag, den er in der Verfassung definiert hat, auch den Kindern nahezubringen, was Religion bedeutet, was Gottbezug bedeutet für Kinder, die vielleicht gar keinen Bezug haben zu irgendwas, gar keine Bindung haben. Also es gibt auch eine positive Religionsfreiheit, die auch staatliche Verantwortung voraussetzt. Das heißt, Laizismus darf nicht die neue Staatsreligion werden, so wie ich das teilweise auf europäischen Debatten oftmals, leider Gottes, erlebe. Wenn wir ins Private abdrängen, nein, Religiosität gehört in die Mitte der Gesellschaft. Und die Kirchengeschichte erzählt uns das. Die Kirchengeschichte hat immer davon gelebt, dass dafür der Einzelne, der vom Christentum, vom katholischen Glauben überzeugt ist, dann auch Bekenntnis ablegt. Nur dann ist es möglich, dass es wächst und dass es gedeiht in der Gesellschaft, damit man das überwindet, das rein ins Private abdrängen.
Und das möchte ich auch gerne machen. Es ist beschrieben worden, dass es mir gut tut, wenn ich in meinen Gottesdienst gehe. Ich bin selbst Physikingenieur, Techniker von meiner Qualifikation und auch von meinem Naturell her. Aber selbst ich als Techniker verstehe, dass es mehr gibt als das, was ich berechnen kann. Die Liebe zu meiner Frau, die Liebe zu meiner Mutter, das, was wir an Emotionen auch kennen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dann das Wort von Papst Benedikt im Blick ist, Gott ist die Liebe, dass diese Liebe dann zu uns kommt, Mensch wird, unter uns lebt, uns zeigt, wie ein gutes, gelingendes Leben funktionieren kann, dann für uns stirbt, uns zeigt, dass nicht Schluss ist, unsere Perspektive gibt über den Tag hinaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was für ein wunderbarer Glaube. Es ist ein Glaube, klar, muss man daran glauben, aber was für ein wunderbarer Glaube, dass es das gibt, dass uns das geschenkt worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Bekenntnis zu zeigen und damit auch für ein christliches Europa zu werben, einzutreten, durchaus in dem Bewusstsein, dass wir nicht allein sind. Ich erinnere nochmal an die 720 Millionen und 500 Millionen davon organisiert in christlichen Kirchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind meine Gedanken, wenn es ums Europa geht und auch um ein christlich fundiertes Europa geht. Für mich heißt es, und das möchte ich am Schluss noch sagen, dass auch die Kirchen natürlich dann auch motiviert sein müssen und eingeladen sein müssen, mitzugestalten. Ich erlebe, Herr Bischof, auch in Gesprächen mit Ihren Amtskollegen oftmals, genauso wie ich oft in der Politik das oft erlebe, dass Brüssel weit weg ist, dass man mit Europa so wenig anfangen kann, mit den Strukturen, dass sie so komplex sind, dass man eben dort auch ein gesellschaftliches Bild oft per Mehrheitsbeschlüsse erlebt, das nicht unseres ist. Und da kann ich nur sagen, ja, da gibt es Herausforderungen, aber wir werden sie nur beantworten, indem man sich darum kümmert, indem man präsent ist. Ich formuliere es immer in einem Beispiel. Es gibt in den europäischen Verträgen die Möglichkeit, eine europäische Bürgerinitiative zu starten. Mit 1 Million Unterschriften aus, ich glaube, 10 Staaten ist die Mindestvorgabe. Und ich stelle mir dann immer die Frage, welche Organisation in Europa könnte mit einem Fingerschnippen an einem Wochenende 1 Million Unterschriften sammeln in 27 Staaten der Europäischen Union? Welche Organisation könnte das? Und ich würde mir wünschen, dass alle 3 Wochen eine ordentliche katholische Initiative nach Brüssel kommt, um die ganzen Laizisten dort so richtig zu nerven, wenn ich es mal so formulieren darf und so ein bisschen flapsig formulieren darf. Sie wissen, was ich damit sagen will. Die Welt ist so, wie sie ist. Und sich hinstellen und dann aktiv werden und die Kraft, die in dieser Kirche steckt, dann auch zum Ausdruck bringen, ist das, was ich mir wünschen würde. Und natürlich möchte ich den Ball auch ein Stück weit zurückspielen. Natürlich ist auch die Akzeptanz von unserer Kirche in der Gesellschaft unter Druck. Wenn ich heute auch wieder Artikel lese, nicht jetzt heute am heutigen Tag, aber in den Tagen Artikel lese von der Synode in Rom, die stattgefunden hat, und trotz dem Bewusstsein, dass wir Weltkirche sind, auch ich, wenn ich weltweit unterwegs bin, nehme immer Zeit für Gespräche mit Bischöfen und Vertretern der katholischen Kirche. Trotz dieses Bewusstseins, dass wir Weltkirche sind, stellen wir dann schon immer die Frage, wenn wir da auf der Synode dann die Frage eben diskutieren, welche Rechte Frauen haben sollen, dann ist es halt realistisch betrachtet für viele Frauen in unserer heutigen Gesellschaft, in der Diözese bei uns, eine Diskussion, wo die sagen, ja, was diskutieren denn die da? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die ernsthaft nur diskutieren, ob Frauen gleiche Rechte haben. Das heißt, die Akzeptanz von dem, was wir vertreten in der Gesellschaft, muss uns natürlich immer nachdenklich stimmen, muss uns immer herausfordern. Und deswegen eine Kirche, die nicht zunächst belehrend kommt, sondern zunächst einladend kommt, so wie wir das alle versuchen, ist, glaube ich, das, was zumindest im Stil das Wichtige ist, um die Akzeptanz auch zu steigern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das, was den Rundumschlag sozusagen von meiner Seite aus heute ausmacht. Aber im Kern steht natürlich Europa und ein starkes Europa. Und ich glaube, dass ich in dem Raum viele Unterstützer finde, wenn ich sage, dieses Europa ist die Grundlage dafür, dass wir morgen in Frieden, Freiheit und mit den Werten, die uns wichtig sind, auch weiterleben können. Und deswegen für ein starkes, geeintes Europa in Vielfalt zu werben, so wie es unsere Gründerväter auf den Weg gebracht haben, ist heute genauso notwendig wie in der Vergangenheit. Herzlichen Dank.